beweist dich, oder? Lass mich dir beweisen, dass ich ein würdiger Jedi bin. Hey Sammy, was machst du da? Verflixt, Peter! Ich hätte es fast geschafft! Was geschafft? Ich meine, nicht geschafft. Ich muss Meister Yoda beweisen, dass ich Jedi-Kräfte besitze. Und wie genau stellst du das an? Na, indem ich den Bösen bezwinge. Du meinst diese Bonbons? Na klar, die sind höchstens für deine Zähne gefährlich. Hast du eine bessere Idee oder bist du nur ein Spielverderber? Ich kann dir helfen, den berühmtesten Fiesling aus Star Wars zu basteln, wenn du magst. Flauschleim Sam wird dein Lehrling sein. Hallo Freunde, heute basteln wir einen der größten Bösewichte aller Zeiten und Galaxien, Darth Vader. Und zwar aus Pappe. Bist du bereit, Sammy? Allzeit bereit, Peter. Ich liebe sowohl Star Wars als auch Pappe. Das kann ja nur prächtig werden. Ich finde diese intergalaktische Geschichte auch toll. Und ihr? Dann gebt ein Däumchen hoch. Moment, was meinst du da? Ich hätte gerne etwas Realistischeres gedacht. Weißt du, eher sowas wie Yoda, den ich vor kurzem mit Susi gebastelt habe. Ich bezweifle, dass ich mit einem Pappscherenschnitt bei meinen Schleimfreunden Eindruck schinden kann. Nein, nein, Sammy, keine Sorge. Das ist nur der Anfang. Und euch, Freunde, will ich erinnern, mit scharfen Werkzeugen immer schön vorsichtig zu sein. Genau. Bittet einen Erwachsenen um Hilfe. So, das hätten wir. Das ist sozusagen das zentrale Teil unserer Bastelei. Also, ich weiß noch nicht so richtig, was du vorhast, Peter. Wie wär's damit? Hopp. Jetzt ist es etwas Mehrschichtiges und Seltsames. Du hast weder räumliches Vorstellungsvermögen noch Fantasie, Sammy. Ich könnte dir beim Ausschneiden helfen. Hier, nimm das. Hey Leute, wenn ihr mehr von meinen Ausschneidekünsten sehen wollt, abonniert unseren Kanal. Mal sehen. Fantastisch. Peter, ich bin fertig. Setzen wir die Teile jetzt zusammen. Na und ob, Sammy. Die Teile verbinden wir mit diesen Stiften. Deshalb haben wir diese länglichen Löcher hier reingeschnitten. So, hier haben wir alle Teile. Dann bauen wir unsere Büste mal zusammen. Wir beginnen mit dem ersten Teil und fixieren es mit dieser Kerbe. So, passt perfekt. Apropos, Sammy, weißt du, was eine Büste in der Bildhauerei ist? Ein Porträt einer berühmten Person bestehend aus Kopf und Schultern? Sehr gut, Kumpel. Genau genommen ist die Abbildung von Kopf, Schultern und meistens auch der Brust. Die ältesten Beispiele dieser Kunstform stammen aus dem alten Ägypten. Die Büste, wie wir sie kennen, hat ihren Ursprung aber im alten Griechenland. Und was hast du hier? Dafür reicht meine Vorstellungskraft nicht. Wie zum Kuckuck soll das doch weiter werden? Hier, sieh mal, was wir schon haben. Wir haben die Teile vom kleinsten zum größten zusammengesteckt. Und dann geht es wieder zurück zum kleinsten. Und schließlich haben wir unsere Darth Vader-Büste. Cool, Peter. Das ist gleichermaßen simpel und genial. Daumen hoch, wenn ihr derselben Meinung seid. Peter, wie viel weißt du über Darth Vader? Ich weiß, dass er laut dem amerikanischen Filminstitut der drittgrößte Filmschurke ist. Und ich weiß, dass ein wirklich finsterer Krater auf Charon nach ihm benannt wurde. Das ist der größte Pluto-Mond. Oder sagen wir lieber, der kleine Bruder des Planeten. Wow, dein Ernst, Peter? Absolut. Vader ist der inoffizielle Name. Das ist echt mega cool. Ein wahrer kosmischer Bösewicht. Oh, Peter, hier sind ja noch so viele Teile übrig. Keine Ahnung, wer mir beim Zusammenbauen helfen könnte. Sorry, aber diese Unterhaltung hat mich hungrig gemacht. Ich schlage mich mal kurz auf die dunkle Seite und futtere was. Lecker! Was? Welcher? Beende diese Bastelei, Samuel.
Sammy, alles klar bei dir? Ja, ich habe nur ein Nickerchen gemacht und ihn gesehen. Den Darth Vader? Und was hast du gemacht? Tja, als schlechter Jedi habe ich ihn überwältigt. Und dann wollte ich lieber weiter basteln. Was dagegen? So, das noch. Perfekt. Okay, wenn das so ist, lass mich die ganze Sache etwas beschleunigen. Voila, spitze. Wow. Und um Darth Vader nicht doch noch zu verärgern, kleben wir noch diese Teile zusammen. Gerade erst gedacht und schon ist er da. Das ist wahre Jedi-Power. Haha, gut gemacht, Sammy. Dafür kriegst du einen Daumen. Das kommt da drauf. Vorsichtig. Danke, Peter. Ich weiß, dass du... heiliger Bim-Bam. Was ist los? Würde gerne noch ein bisschen mehr helfen. Ich kleb schon mal die andere Seite. Sicher, dass du nicht hier vor Angst hattest? Peter, Putzblitz, wie kannst du nur? Nur ein kleiner Streich, Sammy. Vielleicht ein bisschen zu heftig. Aber irgendwie auch witzig. Wo hast du die Aufnahme von Darth Vaders Atem? Das ist einfach ein Atemregler. Mein Kumpel ist Taucher und hat mir es geschickt. Wow, klang wie der echte Vader. Du wirst es nicht glauben, aber genau so haben sie auch im Film die Atemgeräusche von Darth Vader aufgenommen. Und ganz nebenbei ist unsere Schurkenbüste fertig geworden. Viel Spaß! Meine Jedi-Mission zu beenden? Einen Moment. Okay, bereit, Sammy. Oh, Meister Yoda, ich zeige dir meine ultimative Schleim-Jedi-Kraft. Ich besiege das Böse. Oh, Schleim besitzt Jedi-Kraft. Zeige sie mir. Möge die Macht sein mit dir. Und? Weißt du was, Peter? Das Ding ist zu cool, um dagegen zu kämpfen. Findest du? Danke, ich war stets bemüht. Und ob. Außerdem habe ich schon wieder Hunger. Komm mit in die Küche. Susi hat meine Lieblingskekse gebacken. Kannst auch einen haben. Wow, Sammy. Das ist das größte Lob, das ich je von dir bekommen habe. Ich weiß deine Großzügigkeit zu schätzen. Also, Freunde, wir gehen jetzt Susis Kekse probieren. Und ihr solltet selbst mal versuchen, eine Büste aus Pappe zu bauen. Das macht Spaß. Und vergesst nicht, das Glöckchen zu aktivieren, um keine unserer Basteleien zu verpassen. Die werden mindestens genauso cool. Tschüss!